Eigentlich können wir uns direkt schon einen Foul geben lassen, so. Sag so, es nicht! So Profi, das kriegen wir ja, das direkt. Aber so prophylaktisch, weißt du? So ein prophylaktisches. Moin, herzlich willkommen zurück zu Ark World in der vorletzten Session 19. Wir sind gleich auf dem Weg zu einer weiteren Rare Sighting, einem Carnotaurus in der Wüste. Wer ist denn da unten auf dem Indominus? Ich. Okay, dann komme ich mit. Ich dachte gerade, das wäre ein Wilder. Oder stehen bleiben. Ja gut, wir Indominas können ja nicht auf die Rafts drauf. Ich muss jetzt parken mal. Ich bin ein Domina. Du bist Nameless. Ich bin Nameless. Hey, Hallo, ich bin ein Nameless. Da muss ich mich ja ein- und ausgraben können eigentlich. Wir müssen in die Wüste. Ab in die Wüste. Naja, dann müssen wir hier rechts raus und dann... Hier links geht's ja auch raus. Ja, aber oder? Da kommen wir doch nicht dahin. Das ist doch die falsche Richtung, oder nicht? Wir müssen doch... Für die Wüste müssen wir doch nach rechts unten. Links rum. Muss wohl mit euch die Wüste links laufen, unten. Oder? Ach, die links unten? Okay, nee, das wusste ich nicht. Du kannst aufs Raft, genau. Genau, du kannst aufs Raft. Oh, ich gehe mit Ritz hier außen rum. Soll ich leiden? Pass auf, da sind Petris. Bist du an den Petris vorbeigekommen, ohne dass die dich angegriffen haben? Einfach noch reinlaufen. Okay, mich haben sie natürlich wieder gesehen. Schnell ins Wasser rein, schnell ins Wasser rein. Hoffentlich können sie mich nicht vom Wasser raus weggraben. Oh nein, die können wirklich da reintauchen. Oh Gott, scheiße. Oh nein. Boah, wie er mitfliegt, ey. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ich glaub nicht, dass ich das schaffe. Wenn wir gleich auftauchen, müssen wir aufpassen. Ich muss nicht auftauchen. Kann mich nicht Hast mehr du einen Scuba? Ja, ich hab mir einen Scuba von Shadow geklaut. Ich glaube, hier müsste auch noch ein Scuba. Das Viech, es ist hinter mir hergeschwommen. Der Petri? Ja, der ist gerade hinter mir unter Wasser geflogen. Oh nein, die hässlichen Petris, die werden uns alle kriegen. Ich muss atmen. Er hat den... Oh, sorry. Katniss ist... Ja, ich weiß. Ich versuche mich erstmal auszurichten. Okay, der Petri ist weg. Oh. Ich bin weg. Das ist ein normaler Rex. Aber egal. Oh nein, hier hängt man doch wieder fest an diesem hässlichen Stein. Nein! Das ist voll irritierend. Warum? Ich hänge fest. Wollen wir sonst erstmal rüber auf die andere Insel und da einparken? Nee, jetzt. Ich habe gerade so ausgerechnet, dass ich nur geradeaus fahren muss, theoretisch. Ich komme, ich komme, ich komme, ich bin da. Wäre wir nicht schneller gewesen, wären wir geschwommen. Kommt drauf an, auf welche Insel wir müssen. Nee, mit dem Giga, bist du im Wasser sau langsam. Also das dauert ewig. Wo muss ich nochmal hin? Noch langsamer als die Indominus Rexe bist du da. Wo müssen wir denn jetzt nochmal hin? Wüste irgendwie, ne? Links unten Wüste. Links unten Wüste. Geil, ich fahr schon falsch rum. Oh Gott. Auf die nächste Gut. Insel. Motion Sickness. Wenn man mit diesem Skin in die First Person geht, ist das auch sehr interessant. Durchkämmt die Wüste, genau. Hast du das schon mal gemacht? Ja, hab ich. Ja. Also wie die Sattelriemen an Shadow runterhängen. Man sieht den Reiter auch gar nicht da drauf, ne? Nee. Weil der drin sitzt. Im Bauch. Das ist minimal buggy. Der hängt ja auch unten raus aus dem Skin. Ah, stimmt. Echt, ja. Ja, das schreibt ja hier gerade einer, wie die Sattelriemen an Shadow unten runterhängen. Also an dem Giga. Ja, ich hab geworfen. Bin ich los mittlerweile. Das war ja mal ein Schrei, hast du das gehört? Wir sind jetzt in Star Wars gelandet hier. Der Wookiesaurus. Ein wilde Tier, oder? Ja, es sind alles wilde Tiere. Die können irgendwie nicht aufeinander einbeißen, scheinbar. Da ich frage mich, ob dieser Bionic-Skin auch auf den Ultima drauf kann. Das haben wir das jetzt schon probiert? Haben wir das? Ja, ich wollte gerade sagen, hatten wir nicht letztens alles durchprobiert mit den Skins? Ich meine das schon. Das ging, glaube ich, auch. Also ich weiß, dass der Skelett-Skin drauf ging. Aber ich weiß nicht mehr, ob der Bionic drauf ging. Ich glaube, der Bionic ging. So, unten links oder rechts? Wo meint ihr nochmal? Ich hab's vergessen. Links. Ich will ja nicht sagen, aber irgendein Tier von uns hängt im Wasser. Hinter uns. Ich weiß von nichts.
Vielleicht irgendwas, was wir mal mitgezähmt haben, was wir zurückgelassen haben? Möglich. Ist das auf dieser kleinen Extrainsel oder wo? Ameise. Ja, ganz unten links. Wie die kleine Ameise sich in den Po gebissen hat gerade, das ist auch witzig. Kommt so langsam an. Ja, und dann eine allergische Reaktion beim Indominus, weißt du? Das hier links, das ist ein Bastardo, oder? Ich hoffe, hier kommt kein Moser oder sowas raus. Nein, ja, das ist ein Bastardo. Das wäre ungut. Das ist ganz schön weiter Weg dahin, ey. Ich hoffe, meine Sauerstoffversorgung reicht so lange. Ich sehe kein Land. So, und wenn Zoss so viele Spinos hat, dann müssen wir auch zusammen zuschlagen, ne? Dann können wir uns nicht so krass aufteilen. Richtig. Naja gut, wir sind hier ja schon mal zu zweit. Ja, ja. Aber... Oh Gott, ich habe nur noch die Hälfte Sauerstoff. Das ist immer noch sehr weit weg. Ich glaube, ich muss zwischendurch mal absteigen. Da unten ist ein Moser. Und Ortman. Ja, natürlich kommen dann Viecher, weißt du, wenn mein Sauerstoff fast verbraucht ist und ich absteigen muss. So, ich muss absteigen. Schnell mal atmen. Los, hol Luft, hol Luft, hol Luft, hol Luft. Okay, schnell wieder drauf. Da. Er könnte sich doch auch einfach einen Strohhalm nehmen und dann einfach über die Wasseroberfläche halten, so. Nennt auch genannt Schnorchel. Wo seid ihr? Er könnte sich doch einen Schnorchel bauen. Wir sind fast da gleich. Fast auf der Insel jetzt. Okay. Perfekt. Ungut. Wo findet Spielbär immer diese Wörter? Die finde ich selbst. Das sind meine eigenen Kreationen, sind das. Im Aktenschrank seines Hirns, der mit den Spinnfäden dran. Da sind überall Spinnenfäden dran. Mein ganzes Hirn ist ein Spinnenfaden. Deswegen spinne ich auch immer so krass. Man macht tauschen leer. 80-25, der Kano hat sich ein bisschen bewegt. Und Nami hat gerade schon wieder diese The Grudge-Geräusche gemacht. Ja, genau. Wir warten jetzt kurz, ob die damit alle bereit sind. Oh Gott. Neidlang. Ja, jetzt kommt er hier. Habt es jetzt auch mal. Ja, ihr wisst ja, jetzt wissen wir, wer da die Soundeffekte gemacht hat hier. Nami war's. Biber war's. Nami war's. Wie knapp war's? Nami war's. Hier drüben irgendwo müsste es sein. Ich hab schon wieder Kampfmusik. Das ist normal. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr voneinander aufteilen. Jurassic Park Kano has been slain. Toll. Wie gut, dass wir jetzt hier sind. Super. Bestimmt wir irgendein mal wildes Tier. Ja genau, die müssen ja noch hier sein, wenn sie noch da sind. Auch so eine oder schöne... Oder ist gerade gefressen worden von was anderes. Och man. Es wird irgendwie nichts mit diesen Kanos. Da kann man sich auf den Kopf stellen, es wird einfach nichts. Dabei sind die doch unsichtbar, wenn sie rumstehen, eigentlich. So, eigentlich. Normal. Also hier unten ist nichts. Spielbär hängt bei mir hier in der Luft. Exakt hier. Da unten ist ein Spino. Wo? Direkt ist da vor unten. Uns. Da, vor mir. Du da vor dir im Wasser, ja. Ja. Wo seid ihr denn? Ach, da drüben. Oh Gott. Er ist da gerade ins Wasser gehüpft. Ich wollte gerade sagen, wenn er im Wasser ist, dann kriegen wir den noch kriegen wir nicht den mehr. Nicht, nee. Dann müssten wir gucken, wo er hinschwimmt und ihn dann versuchen, den Weg abzuschneiden. Wird er hier unten rechts noch was? Nee. 60-60 Strike, da müssen wir als nächstes hin. 60-60 ist genau inmitten der Redwood-Insel. Genau in das ist das genau gefährliche Gebiet, ja. Welches ist denn das gefährliche Gebiet? Das, wo wir jetzt hin müssen? 60-60? Ja, aber was? 60-60? Ich verstehe das nicht. Das ist da, wo die Fouls passieren. Ja, genau. Ja, das ist da. Ich will da nicht hin. Eigentlich können wir uns direkt schon einen Foul geben lassen, so. Sag es nicht! So Profi, das kriegen wir das direkt. Aber so prophylaktisch, weißt du? So ein prophylaktisches Foul schon. Achso, aber jetzt schon im Voraus. Ja, im Voraus. Dann können wir dann direkt Action machen, so. Können wir in die Base rennen? Oh nein, das können wir nicht. Dann wird Lonza uns zerstören. Oh mein dann kommt Gott. Sein Drache vorbei und dann ist alles weg. Dann spielt Lonza Thanos und schnipst einmal mit den Fingern. Dann haben wir nicht mehr 0 Punkte. Dann haben wir Minuspunkte. Es war so klar. Ich sag's doch. Seid ihr nicht schon eins zu weit da? Also die mit dem Raft zumindest fahren müssen?
Ich weiß nicht, ich laufe gerade Lea hinterher. Ist das schlecht? Ja, sollte ich das nicht tun? Ich bin gerade Shadow hinterher gelaufen. Schwimmer an. Ja, ist auch an. Egal. Wo ist denn Ritzi jetzt? Jetzt hab ich bin auf der anderen Insel. Echt schon? Wie hast du das so schnell hingekriegt? Ich bin hingelaufen, dann bin ich ins Wasser gesprungen, mal, dann bin ich rüber geschwommen und jetzt bin ich da. Schockierend, diese Einfachheit dieser Lösung des Problems. Habe ich mir jetzt gerade das Ding angezogen? Wo ist das Raft? Das Raft ist ein bisschen weiter links von euch am Strand. Ich sehe Katniss. Steht da einer am Strand? Ach nee, das ist ein Raptor. Sah das aus wie ein Spieler. 60, 60, also noch weiter darüber. Wo seid ihr denn jetzt alle? Ich bin noch an der Küste von der anderen Insel. Ich versuche Lea einigermaßen hinterher zu kommen. Also ich bin die Klippe da oben runtergesprungen. Ja, wir müssen ja das Raft jetzt erstmal wieder. Da müssen wir wieder hin. Aber wir sind hier doch vorhin gar nicht lang. Ihr seid falsch abgewogen. Und das habe ich euch gesagt und ihr habt es ignoriert. Nein, ich habe doch dann gefragt, wo bist du denn gerade? Und dann habe ich dich nicht gesehen. Nee. Ah, wo seid ihr jetzt? Weiter links, hast du gesagt. Ich bin gerade schon auf der Suche nach euch mit dem Raft. Also, was zur Hölle war das? Oh Gott, dieses hässliche Vieh wieder. Okay, Koordinaten bringen dir nichts. Wir sind an der nördlichen Küste. Und dann? Ach, guck mal, jetzt Ritzi. Sehr gut. Dieser rechte Schniepel und da kurz hinter dieser Beule, die da oben ist. Der rechte Schniepel. Wenn du das siehst. Ganz da hinten seid ihr, oh Gott. Das war keine politische Äußerung, sollte man vielleicht dazu sagen. Also das Raft war in der Mitte der Insel an der nördlichen Küste. Wir können ja schon mal vorlaufen. Wollen wir nicht einfach rüberschwimmen auf die große Insel? Vielleicht ja, aber ihr könnt auch schwimmen, meinetwegen. Wahrscheinlich sagen die sich das im Parlament auch immer, wenn die AfD redet. Dieser rechte Schniepel, da hat schon wieder was gesagt. Hauptsache jemand nimmt das Raft gleich mit. Ich fahr schon. Shadow ist da drauf. Ist das da links ein Alpharex? Vorsicht, da ist ein Alpharex links neben dir. Oh Gott, ja. So, dann sind wir nämlich unten genau zwischen der, an der Kante zwischen Redwood und Wüste. Das ist ja nicht sogar die Insel, wo Stamina wir vorhin gegessen wurden. Da ist doch Shadow. Ist das nicht die Insel, wo wir vorhin gegessen wurden? Wo du vorhin gegessen wurdest. Hallo, Spiel, wer wurde auch gegessen? Wir wurden, ja. Ja, ja. Genüsslich zerkaut. Ach so, na dann. Ich hab Kampfmusik. Warum hab ich Kampfmusik? Weil da Fische waren. Ach, endlich diese blöde Musik aus, ey. Ja, ne? Ja, du kannst sie ausstellen. Das denke ich mir in der Disco auch immer. Mach doch endlich mal diese blöde Musik aus. Wie geht das? So, geht das? Kommen wir voran? Habe ich mir in einer gewissen Pizzeria auch gedacht. Mach doch endlich mal diese blöde Musik aus. Ja, geht. So. Ding, das Musik, dong, oder kann das weg? Könnt ihr mir jetzt auch noch erklären, warum die Gigas auf dem Motorboot Moonwalk betreiben und das Weil sie scheiße sind. Das kann dir keiner erklären. Und sie küssen sich sogar noch an dabei. Wie süß. Oder? Sie küssen sich. Oh, das muss ich nicht. Wieso ist Ritzi eigentlich schneller als ich? Das liegt sich das hinter uns. Ich weiß nicht, ich habe 109 Movement Speed. Ich habe 100. Daran könnte es liegen. Ich habe es nicht gelevelt. Ich habe es nur genommen. Ich habe mich draufgesetzt und geguckt, was passiert. So. Jetzt müssen wir hier links durch. Du wirst getrikt. Du wurdest getrikt. Ich wurde getrikt. Das ist ein normaler Rex. Boah, hier staubt es aber ganz schön. Ja. Das sind Flüsse. Ja, Entschuldigung, da ist ein L. Ich sehe doch keinen. Wie nennt man diese Gebäude? Floß. Das habe ich nicht gesagt. Das ist Petri. Strukturen hast du gesagt. Ich weiß, was sie gesagt hat. Bist du dir da sicher? Ja. Weil kann eben jemand von euch fahren, dann gehe ich kurz auf die Toilette. Ich kann das nicht. Ja. Okay. Bist du schon wieder drauf? Okay, wir sind fast da. Ja. Was tun wir denn nochmal? Hab ich vergessen. Ein Trike? Irgendwas, oder was glitzert. Ja, ich glaube, ein Trike war es tatsächlich. Das Motorboot klingt nach Schneidemaschine. Ein Triceratops. Ja, der kann ja nicht so schwer zu finden sein. Sind das riesige Pilze da drüben?
Hier gibt's ja auch, hier gibt's auch diese Hallo-Pilze, ne? Tritt da bloß nicht rein. Aber hallo. Kurz Stamina. Gott. Das ist mal hier Headbanging ganz anders. Warum leidet mein Indominus eigentlich Hunger? Oh, meine Augen gerade. Der verhungert die ganze Zeit hier. Der isst gar nicht mehr von alleine, kann das sein? Ich muss den hier vorspielen. Bei meinem geht das Futter auch gerade nur runter, statt hoch. Aber Fischfleisch hat er auch drin, daran kann es nicht liegen. Ich habe normales Fleisch, Fischfleisch und gekochtes. Ah, scheiße, ey, da muss man ja voll gegenfüttern. Was? Hier. Aber ich meine, gut, das macht man halt einmal und dann ist die Leiste voll, ne? Ich muss eh auch noch mal ein bisschen hochheilen. Ja, wir müssen eh noch ein bisschen warten, bis die anderen vielleicht da sind. Da vorne läuft irgendwas. Sind das... Ah, das ist, glaube ich, wild. Was auch das immer sind es wilde ist. Alles da. Weil das ist eine fiese Falle, wenn wir das jetzt nicht merken, dass die verhungern, ne? Dann irgendwann werfen sie uns ab und ragen, wenn sie nicht genug zu fressen haben. Das wäre nicht gut. Also guckt bei euch auch nochmal, ob eure Tiere auch fressen. Weil unsere Indominus-Viecher fressen hier nichts von alleine. Ja, ich kann gerade nicht, ich fahre. Ja, die können halt. Der Giga ist, noch ist voll genährt. Er ist gesund. Der Giga sehr auch, gut. Den ich hier habe, wo Dami drauf sitzt. Ja, der ist voll. Naja, ich würde nicht sagen, dass er voll ist. Er hat aber auch nichts im Inventar. Ja gut, aber dann betrifft es offensichtlich nur unsere Tiere. Also Indominus. Heil meinen jetzt mal komplett hoch, weil ich habe das ja fast. Dann schaue ich mal, ob er immer noch so viel Food verliert. Vielleicht versucht er sich zu heilen, ne? Ja, genau. Das könnte sein. Meiner muss auch gar nicht so viel hochheilen, noch nur 3000. Ich bin jetzt voll geheilt. Ja, jetzt sinkt der Foodwert langsamer. Okay, also, naja, dann liegt es offensichtlich irgendwie daran. Aber ich habe jetzt den Foodwert voll hochgefüttert, das müsste auch eine Weile halten eigentlich. Wie weit seid ihr mit dem Floß? Wir sind jetzt gleich zwischen der Nachtschatteninsel und der großen Insel. Am Eingang von der Meer. Also dann... Wir können ja mal... am Strand, oder? Wir können uns ja vor der Nachtschatteninsel base. Sag mal, die Pilze hier sind aber neu. Da oben rechts von uns, da sind welche. Ich glaube, das ist der Nachtschattenclan. Ah, die Pilze hier sind aber neu. Die habe ich vorher nicht hier gesehen, glaube ich. Ja, aber das, seid ihr auch das ist der Nachtschattenclan. Die sind mit Trikes unterwegs und ein Ultima haben sie dabei. Ja, auf der Nachtschatteninsel, auf der Redwood-Insel. Redwood-Insel. Wir sind auch noch im Wald. Dann landen wir jetzt links an. Ne? Also sie gehen gerade Richtung Strand. Geradeaus doch. Und dann halt links, sobald es da geht. 140. Ich grüße mal alle 140 Zuschauer, die gerade zugucken. Hallo. Hallo. Er heilt sich und frisst dabei, fragt der Flachdachs. Ja, also die heilen also sich doch sowieso. Er verbraucht halt den Foodwert. Genau, er verbraucht doch den Foodwert, auch wenn er sich hochheilt. Und da verbraucht er doch dann mehr. Das ist doch beim Spieler durch. Auch so. Dachte ich. Sicher. Habe ich immer gedacht, dass es so wäre. Aber aufpassen, hier sind komische rote Pilze, ich glaube die... Oh, die Hallo-Pilze, die sind aber auch neu hier an der Stelle, die waren doch vorher hier auch nicht. Oh da unten, guck mal, da sind sie am Start. Ja, wir dürfen hier nicht. Ja, wir dürfen nicht, ich weiß, aber die dürfen auch nicht, ne? Wir könnten... Also ich selbst sehe zwar noch keine Mauern, aber... Ich auch nicht, aber das ist bestimmt noch nicht mehr, das ist nicht mehr safe. Wir sind gerade am Strand hier. Das ist definitiv nicht mehr safe hier. Vor der Nachtschattenwelt. Hinter dem Ultima sind wir. Aber den Sarko, darf ich den Sarko essen, den Toten? Hier ist noch ein Ultima. Mach mal ein bisschen gar nichts. Ach, da hinten mach mal gar nichts. Wir kommen jetzt von rechts. Der Tri kommt auf uns zu. Ne, der darf ja nicht. Ja, er darf nicht. Ich weiß, aber trotzdem, der kommt trotzdem auf uns zu. Ich gehe jetzt mal noch näher an die Parkmauern ran, ne? So, damit ich auch safe weiß, dass hier Parkmauern sind. Ja, ich dachte es mir auch so. Ich stelle mich jetzt mal kurz hier. Weil, wenn sie jetzt nämlich angreifen hier. Bin ich jetzt gerade. Und achtet auf Trampelschaden, bitte. Wo ist das Strike? Scheiß mal. Ja, das frage ich mich auch. Wo ist 55, das Strike? 55, 60 war's. Raptoren, wilde Raptoren. Und das ist wo? Ja. Wir müssten eigentlich weiter da hinten rein. Dann gehen wir weiter da hinten rein. Also die werden uns wahrscheinlich sogar noch hinterherkommen. Sind alle hier? Ja, ich bin da. Ja. Okay, dann Vollgas. Erstmal kacken, genau. Pff. Wenn ich sagte Vollgas, meinte ich nicht unbedingt das, aber... Vollgas, ich bleib stehen. Nami? Ja. Laufen! Ich hab ein Level vergeben. Weißt du, wir wollen losgehen. Nami verteilt ein Level, wo der Dino erstmal stehen bleibt. Ja, Moment, weißt du, ich klick so auf das Level vergeben und spiel mir so, okay, Vollgas und ich stehe da. Mist. Ja, perfektes Timing. Rechts.
Wobei... 55, 60... Ja, wir müssen hier lang eher. Okay. Ich glaube hier hoch sogar. Hoch? Ja, hier hinter den Brontos, Hebrachios und Co. müssen wir nach oben. Da lang. Vorne. Ich gehe hier vorne, ich gehe ein bisschen weiter hier drüben hoch. Manchmal ist das ja so ein bisschen anders. Was auch mit Trampelschaden, Nami. Wir wollen die ganzen Viecher hier nicht gegen uns haben. Ja. Ach so. Hier sind ganz viele Trikes, aber anscheinend nicht die, die wir suchen. Oh nein, jetzt habe ich die ganzen Viecher gegen mich, weil ich hier gerade die blöden Raptoren töten musste. Sterbt, ihr Viecher, ihr Hässlichen. Du auch. Okay, jetzt war auf jeden Fall nicht das Versighting-Trike hier hinten. Das wüssten wir jetzt. Na, immerhin. Was ist denn das immer? Man tritt hier immer auf irgendwas drauf. 55, 55. Das ist wie im Minenfeld. Der bewegt sich jetzt aber, in etwa. Naja, der bewegt sich. Vielleicht ziehen sie ihn gerade weg. Man weiß es nicht, ne? Es sieht fast so aus, wenn sie wegziehen. Hier ist ein Trike. Am Rand. 150. Aber das ist ja Maximallevel. Ja, irgendwo hier müsste es dann sein. Diese Aberration-Pilze sind das definitiv. Ist mir ins Gesicht geschmissen. Das habe ich auch gesehen noch. Hallo Pilze hier vorne. Ali, hallo.